Hey Leute, ich melde mich mal wieder. Gestern war ich bei meiner Schwester und meiner Nichte und da hatte ich keine Zeit. Und ich muss euch was erzählen. Ich habe mir was überlegt. Wieder irgendwelche Hater sagen, ja, machst du ja trotzdem den Kopf. Ja, natürlich mache ich mir den Kopf, weil ich mich einfach aufregt, so einen Scheiß mir anhören zu müssen. Aber ich habe auch schon Komplimente hier von Followern bekommen, dass sie meinen Style cool finden. Also Leute, ich werde mich jetzt von euch verabschieden. Jetzt noch einmal, ihr Lieben, ich gehe jetzt gleich rein, weil meine Pause ist so gut wie rum. Ich wünsche euch allen einen ganz tollen Tag und ändert euch für niemanden. Ich werde mich für niemanden ändern. Für keinen Mann, für keine Freundin, für niemanden. Ich bleib wie ich bin. Macht's gut, ciao. Das ist echt krass, dass mir so viele Leute folgen, aber ich würde gerne eine Umfrage starten. Warum folgt ihr mir? Folgt ihr mir, weil ihr mich cool findet, weil ihr meine Stories lustig findet, wegen den Stories oder wegen meinen Bildern? Da würde ich jetzt gerade mal die Umfrage starten. Ich hätte einfach gerne mal Feedback dazu. Ich habe von einer Bekannten von mir habe ich vor kurzem eine Nachricht bekommen, dass ich sehr negativ rüberkomme, weil ich halt den Glauben an die Liebe verloren habe, weil ich einfach schon oft verarscht wurde und es, ja. Ja, und weil halt ständig meine Haare scheiße aussehen und ich halt das immer sage, ich werde es halt in meinen Storys dann nicht mehr sagen. Ich bin halt nur authentisch und sage genau, was ich denke, aber da mache ich das nicht, wenn gewisse Leute das stört, wenn ich so bin, wie ich bin. Und dazu muss ich auch noch was sagen. Ich soll auch gewissen Leuten nichts mehr wegen Männern und so erzählen und meine Community euch dann wahrscheinlich auch nicht, weil es könnte ja nur nerven, ständig lerne ich irgendwelche Typen kennen, aber was kann ich denn dafür, wenn ich nur Juden kennenlerne? Ich kann dafür ja nichts, aber vielleicht sollte ich einfach aufhören zu suchen. Stories wären lächerlich oder belustigend für viele Leute. Gut, es hat nur eine Person geschrieben, aber natürlich mache ich mir dann Gedanken, hat sie vielleicht recht? Aber wie gesagt, eigentlich ist es mir doch scheißegal, was andere denken, aber diese Person war mal eine Freundin von mir. Einfach gerne mal von den Leuten, die mich absolut nicht kennen, wissen, was sie denken, wenn sie meine Storys sehen. Das würde mich einfach mal interessieren. Denkt ihr, ich bin nicht ganz sauber im Kopf? Bin ich jemand Blödes, nur weil ich mal gute Laune, mal schlechte Laune habe? Ich bin doch auch ein ganz normaler Mensch, vielleicht etwas anders. Klar, ich kleide mich nicht wie eine 29-Jährige, aber ich mag meinen Stil. Jetzt schreibt mir meine frühere Freundin und jetzt Bekannte, dass mein Klamottenstil gar nicht geht. Wie asozial ist das denn bitte? Mein Kleidungsstil überdenken, weil so kann man nicht rumlaufen und kein Mann will so eine Frau. Und was kann man denn, wie kann man denn als Freundin sowas schreiben? Es ist mein Kleidungsstil. Ich laufe rum, wie es mir gefällt. Und wenn ich bunte Farben mag oder pink oder was auch immer, ich zieh's an. Und wenn ich ab morgen eine Karohose anziehen möchte mit Streifenpulli oder was auch immer im Kartoffelsack rumlaufen möchte, das ist mein Leben, das sind meine Entscheidungen und mein Stil. Ich laufe rum, wie es mir passt. Ich kann mich nicht oft genug wiederholen, Leute. Es ist mir scheißegal, was andere von mir denken. Nur wichtige Leute wie meine Freunde ist es mir nicht egal. Und wenn eine frühere Freundin sowas mir schreibt oder sagt, dass mein Kleidungsstil gar nicht geht, boah, das verletzt schon zutiefst, ey. Wisst ihr, ich werde trotzdem nicht aufhören, mich so zu kleiden, wie ich mich kleide und Stories zu machen. Ich wollte eigentlich aufhören, aber ich will ja eben deswegen die Umfrage. Wie viele schauen wegen meiner Story, wie viele folgen mir wegen den Stories und wie viele wegen meiner Bilder? Das interessiert mich schon. Jemand meine Stories nicht interessieren, klickt doch weg. Wenn ich euch als Mensch nicht interessiere, ihr findet mich dumm, dämlich, lächerlich, was auch immer, klickt doch weg, Mann. Regt einfach übelst auf. Ich meine, klar kann man auch mal ein Feedback kriegen, was negativ ist, aber von jemandem, den man mag, sowas hören zu müssen, dass man einen scheiß Klamottenstil hat oder was auch immer negativ eingestellt ist, weil man halt ein paar Mal sagt, die Haare sehen scheiß aus, jeder hat einen Headbett-Herde. Heute wieder was an, was eine 29-Jährige eigentlich nicht trägt. Und es ist mir scheißegal, mir gefällt's. Ich trag's gerne. An die Haters da draußen. Naja, ihr werdet meine Story erst sehen können, wenn ich wieder Datenvolumen habe. Ich habe ja aktuell eben kaum Datenvolumen, das wisst ihr ja. Soll ich jetzt solche Stories machen, immer nur über ernste Themen reden? Ich meine, ich habe doch auch lustige Stories gemacht. Also so schlecht drauf kann ich doch gar nicht sein, oder? Schon mal gesagt, ist mir eigentlich egal, was andere sagen. Nur wie gesagt, wenn es Leute sind, mit denen ich früher befreundet war, verletzt ist schon ziemlich. Aber ich sag mir so, egal, dann ist es halt keine Freundin. Ich habe sie jetzt auch ich habe sie verborgen vor der Story, weil ich keinen Bock habe, mir irgendwas anhören zu müssen. Sie hat gemeint, du verrätst viel zu viel aus deinem Privatleben und eben so gewisse Dinge. Und von wegen, ich werde halt keinen Typen finden, wenn ich mich weiterhin so kleide. Oder wenn ich solche Stories mache und ich komme für andere Menschen dumm und so rüber. Ist mir scheißegal, wie ich für andere rüberkomme. Ich weiß, dass ich es nicht bin, das ist die Hauptsache. Ein Beispiel, auch wenn man von den Leuten nicht gemocht wird, kann man erfolgreich werden und reich. Werde ich wahrscheinlich nicht, aber ich sag nur die Katzenberger, ja? Dumm verkauft sich gut. Oder für... ja.
Ich bin auf keinen Fall dumm. Ich meine nur, sei schlau, stell dich dumm. Ist ja Daniela Katzenbergers Spruch und die ist so erfolgreich, wo sie anfangs sich so blöd dargestellt hat. Sie ist eigentlich gar nicht so dumm. Aber es ist jetzt auch ein anderes Thema. Ich meine ja nur. Leute, ich werde jetzt meine Pause beenden und die, wo es interessiert, wie gesagt, die brauchen meine Story nicht schauen. Und wenn ich was zu essen dabei habe und ich möchte es euch zeigen, ihr könnt ja wegklicken. Ich meine, ich mache es dann halt auch nicht mehr, wenn gewisse Leute sagen, interessiert keinen, was du so isst. Ja, dann mache ich es halt nicht. Das ist mein Leben. Naja, also auf jeden Fall, ich möchte jetzt nicht wieder so negativ rüberkommen, weil eigentlich habe ich gute Laune, nur hat mir diese gewisse Freundin oder frühere Freundin meine Laune etwas in den Keller, aber egal. Das Leben ist viel zu schön zum aufzuregen. Das Leben ist viel zu schön. Um sich aufzuregen. Da ist gerade jemand vorbeigelaufen. Es ist echt so unnötig, sich wegen solchen Menschen einen Kopf zu machen.